Hallo Freunde der Transportbranche. Heute bei uns schöner Vito. Hier vorne, guck mal, ist ja Erhaltungsladegerät dran, wenn das Auto bei uns in der Werkstatt ist, dass wir die Batterie mal richtig durchladen. Das tut den Autos gut und wenn wir dann einstellen und so, dann dudelt das nicht runter. So sieht das Ding von Weitem aus. Halt ein ganz stinknormaler Vito. Haben wir heute fertig gemacht. Jetzt ist 16:45 Uhr. Jetzt kommt gleich der Kistenbauer, also jemand kommt, der für das Auto speziell Mittelkonsolen baut. Das ist bei uns aus der Region, 50 Kilometer von uns weg. Der kommt uns heute besuchen und bringt für das Fahrzeug hier eine Mittelkonsole. Passt genau. Guck mal, das Ding ist hier mit Trennwand. So sieht das aus. Hier steht der böse Bass unter der Stufe. Hier passt genau hin. Schließt schön ab, fast. Guckt nur ganz kleines bisschen raus. Ich will mal gucken, was das dann macht, wenn ich dann messe. Wir warten jetzt noch auf die Mittelkonsole und dann steigen wir ein und messen das Auto aus. Mal gucken, wie das alles vibriert und dröhnt und was wir hier noch dämmen müssen. Ja, das machen wir dann nach Bedarf. Ansonsten, hier wird gerade, habe ich schon meinen Laptop hingehangen zum Einstellen gleich. Was hier passiert ist, wir haben eine Muesli D6 eingebaut. D6 gibt es ja gar nicht. M6, ne? Die M6 macht uns hier ein vollaktives Frontsystem, also ein A25 von Andrian Audio im Armaturenbrett und einen Muesli MG6.2W als Türlautsprecher. Das ist so ziemlich die bestfunktionierendste Kombination, die ich mir so vorstellen kann für die Kiste. Das an vier Kanälen der M6 und die beiden weiteren Kanäle, ich zeige das ja nochmal, weil es so schön ist. Kommen wir an diesen schönen. Ach, warte mal, ich drehe den mal rum hier. Moment. Mal raus, wenn hier das Ding. So sieht er aus, ne? Bong hat's gemacht. Ne, mal gucken, wie es dann passiert. Ne? Kann man auch mal rausnehmen. Der hat ja so Druckanschlüsse, eine passive und eine aktive Membran. Coole Sache. Das wird gut harmonieren. Das wird auf jeden Fall nicht zu wenig passen im Auto. Und zu wenig Gesamtschaltdruck wird es auf keinen Fall auch. Ne? So, hier ist noch, dass man das noch mal sieht. Da muss man so durch die Scheibe gucken hier. Da ist das originale Garmin Audio 40 drin. Ne? Das bleibt jetzt so drin. Das haben wir nicht raus. Der Kunde kommt damit klar. Es gibt ja Leute, die kommen damit nicht klar. Und es gibt welche, die kommen damit klar. Und ja, genug gelabert. Wir warten jetzt noch ein paar Minuten auf den Mittelkonsolenmann. Dann wird eingemessen und dann gibt es noch mal einen abschließenden Senf dazu. So, da haben wir ihn fertig. Vito 447 mit Trennwand und Kickerwoofer drunter. Hier drinnen das originale Audio 40 noch einmal. Ist ja nicht das Wahnsinnsgerät von der erreichbaren Maximallautstärke her. Und genauso verhält sich das auch, wenn wir wie hier eine DSP-Endstufe ankoppeln. Dann muss man die auch, oder wir müssen die volle Pulle aufdrehen und sogar noch ein bisschen tricksen, damit wir auf eine adäquate Maximallautstärke kommen. Wir wollen ja auch, dass die Kunden Spaß haben, dass ihr Spaß habt und dass es in dem Auto richtig die Luzi losgeht. Das ist also mit dem Gerät tatsächlich schwierig umzusetzen. Aber wir schaffen das, sowohl in der Basisausstattung mit ESX-Endstufe, die nochmal ein paar Euro weniger kostet, als auch mit der M6 jetzt mit Vollaktivversion, ist das also laut genug, dass man Spaß hat, sagen wir es mal so. Oder andersrum gesagt, du kannst nicht so weit aufdrehen, dass es anfängt schlecht zu klingen. Das ist genauso haarscharf an der Grenze. Das ist eine coole Sache. So lassen wir das, so lassen wir den Kunden losfahren und so werden wir das auch immer wieder machen. Preismäßig noch ganz kurz kann ich was dazu sagen. Wir haben jetzt Juli 2022 und sind jetzt so bei ca. 2000 Euro mit allem drum und dran. Da haben wir jetzt noch die Türen extra gedämmt und haben noch einen Konverter mit verkabelt, quasi so einen Wechselrichter auf 220 Volt, weil der Kunde ja hinten so ein bisschen noch Ausbau machen möchte und braucht eine Stromquelle. Das haben wir mit verkabelt, das ist da schon mit drinne in dem Preis, weil das einfach in unsere Arbeitszeit mit reingepasst hat. Es ist genau Feierabend, 17 Uhr, Kunde kommt jeden Moment, wir machen Übergabe und dann geht es zurück nach Paderborn. Auch eine schöne Ecke. In diesem Sinne, stay tuned.